Dinger ist der Hühnerstall. Branko, Milan, Sigil, das hätte ich doch nie von dir gedacht, dass du mal ein Dieb wirst. Schäm dich! Vater Gorian, wir wollten doch nur das gestohlene Huhn zurückbringen. Da! Tatsächlich! Jetzt komme ich überhaupt nicht mehr raus. Unsere Bande hat euch gestern das Huhn gestohlen. Das stimmt. Ja, von etwas müssen wir ja schliesslich auch leben. Und wir konnten ja nicht wissen, dass dir und Branko sein Freund sind. Der Branko wollte, dass wir das Huhn zurückbringen. Ich kenne meine Hühner gut. So eins, mit getöpfelten Fäden, wie das hier, hatte ich Käse gehabt. Das war eben schon Brätchen. Darum haben wir die Chance gesorgt. Auf wo hat er das her? Vom reichen Karaman. Der hat ja schliesslich ein paar hundert Hühner. Da kommt auf eins mehr oder weniger auch nicht an. So ein Blödsinn. Kau und Kauen mit einem gestohlenen Huhn, der die Gnüte zu tun hat. Bringt das im Karaman zurück. Was meint ihr, was hier abgeht, wenn ihr ein Huhn hier bei mir findet? Wir waren auch nicht die Schlauesten, Zora. Tatsächlich nicht. Es ist schon immer traurig. Jugendliche müssen stellen, dass sie nicht verhungern müssen. Wie viele seid ihr denn in eurer Bande? Fünf. Nein, fünf. Sind mir doch etwas zu viel. Zwei hätte ich vielleicht auch aufnehmen können. Aber fünf. Nein, geht nicht. Ja, noch, ihr schuldet mir noch etwas für mein Huhn. Wollt ihr rudern und fischen? Ich glaube schon. Was meinst du, Zora? Sicher. Also, ihr seid jetzt aufs Meer und könnt eine Abgebung zu helfen brauchen. Ich habe noch zwei Ruderböcke am Meer unten.